Okay, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Subnautica. Und heute plane ich actually mal Silber zu finden. Also los geht's. Wir schwimmen straight los. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung das letztens war, das Biom, was wir gefunden haben. Weil in dem Biom war safe Silbererz, aber wir schwimmen gerade voll ins Stalker-Gebiet rein, ne? Ja, Messer her. Wird's gerade Nacht. How convenient. Hey, das ist echt cool. Was ich noch viel geiler finde, ist irgendwie trotzdem, es sieht einfach immer noch so geil aus. Also, ihr könnt mir nichts sagen. Das Spiel sieht so beautiful aus. Da können wir gar nichts. Wirklich. Also, genau hier. Hey, sind wir schon mal gut. Oh, sieht das geil aus. Oh, da krieg ich meinen Hoch. Nichts. Okay, ich glaube in... 30 Ah. seconds. Shit. In diesem Gebiet dürfen wir das finden. Bin jetzt mal blind drauf losgeschwommen. Sollte ich jetzt langes strugglen, was alles angeht hier von wegen. Wo ist die Aurora? Ach nein, hallo. Sollte ich langes strugglen, was Silber angeht, cutte ich euch das rein, weil ich habe vor, das eigentlich jetzt nicht noch länger auszubauen als diese Folge. Und apropos diese Folge, erstmal danke fürs Vorrendern. Ach, Erz, 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 bitte, 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 tu mir das nicht an. Komm, komm, komm. Silber? Blei. Wirklich? Blei? Oh, was bist du? Bioreaktor? Was auch immer du bist, wir nehmen dich. Scan. Warning. Local radiation readings suggest the Oh Aurora's fuck. drive core Dann müssen has wir reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. Okay, in 2 Stunden wird das. Okay. In 2 Stunden wird die Aurora explodieren. Was auch immer 2 Stunden im Spiel sind. Dann hat er kein Zeitempfinden. Ich würde sagen, wir versuchen schnell zum Pod zurückzukehren, dann cutte ich euch das einfach rein. Weil die Szene möchtet ihr nicht verpassen und den nicht mal nicht mitnehmen können. Achtung, Headset verschieben. Ja, ich habe mein Headset immer ein bisschen anders auf, müsst ihr wissen. Weil ich dann mit ein Ohr dann immer offen und dann höre ich halt noch Sachen von außerhalb. Finde ich irgendwie angenehmer. Keine Ahnung, habe ich mir so sagen gewöhnt. Kann auch deswegen sein, dass man halt so meine Atmung und so teilweise mithört, weil das Mikro einfach viel näher an meinem Mund ist. Und weiter raus kann ich es einfach nicht bügen. Weiter raus kann ich es nicht bügen, ne, wie man es kennt. Nein, ne, weiter raus kann ich es einfach nicht biegen. Und sonst würde ich es natürlich machen. Aber wenn ich es weiter reinbiegen würde, würdet ihr einfach wirklich jeden Ton hören, den ich mache. Und das wollt weder ihr noch ich. So, da sind wir zurück. Die Aurora rastet aus. Eigentlich sagt uns auch, wie nennen wir sie? Keine Ahnung. Gebt mir mal einen Namen für die Stimme aus dem Off. Die müsste uns ja eigentlich auch vorher noch Bescheid sagen. So, wir haben Silber. Was brauchten wir für die Tauchflasche? Standard, Glas, Titan. Ach, mir fehlt noch Titan und ein Glas. Okay, gut, Glas können wir uns machen. Okidoki, und Titan können wir jetzt auch machen. Hey! Oh, ja, noch bevor die Aurora explodiert, haben wir sogar gleich noch was geschafft. Nicht? Alter, ich hab doch Silbererz. Hä? Hä? Hier ist doch Silber. Ach nein, das war ja. Ich Idiot, das war ja Blei! Ah, nein! Die Starter-Tauchflasche haben wir doch, oder darf die nicht ausgerüstet sein? Okay, die darf dafür nicht ausgerüstet sein, okay. Ja, damit komme ich zurecht. Irgendwie. Okay. Oh. Ach, stopp. Alrighty, so. Ui, es wird Nacht. Der Aurora geht in der Nacht hoch. Alter, der Mond. Also, der Mondplanet. Planetmond. Mond Nummer 2. Das sieht geil aus. Anleuchten. Also, Opfergabe an die Götter. Flutsch. Komm wieder her. Noch Essen für später. Das war einfach so tierfrei, bin ich denn verrückt? Nein, Spaß, Leute, Spaß. Okay, also wir brauchen immer noch die... Scheiße, das ist Schmierstoff. Keine Ahnung. Fasergewehr. Brauche ich alles nicht. Ich brauche erstmal das und dann brauche ich danach brauche ich Konstruktionswerkzeug, oder? Ich glaube ja, Bildertool. Und Reparaturwerkzeug wäre auch nicht ganz schlecht. Oh nein, Höhlenschwefel. Oh nein. Kabelsatz, Computerschip, Batterie. Ich glaube, das
Reparaturwerkzeug schieben wir mal noch. Das holographische Pfadfinderscheiben aus. Wird verwendet, um einen Weg aus Höhlen zu markieren oder aus Bereichen, in denen die Orientierung schwerfällt. Und das Congratulations, ist... Survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. Wow, danke, PDA, Stimme aus dem Off, wie auch immer. Ja, Schwimmen ist tatsächlich mein Favorit. Okay, brauchen wir irgendwas aus... Schwimmen scheint deine Lieblingsaktivität zu sein. Ja, vielleicht will ich auch einfach nur überleben. Was hat dich dabei hält, hat er seine Position... Oh, da haben wir so eine Art Treasure im Wasser, nice. Im Wasser, wer kennt's nicht, Wasser. Wasser. So, Leuchtfackel, wir bauen uns ein Konstruktionswerkzeug, dafür brauchen wir Sachen. Haben wir eine Batterie? Haben wir eine Batterie? Weiß ich gar nicht. Hallo? Haben wir eine Batterie? Kreaturenei? Nein. Auf keinen Fall eine Batterie. Haben wir irgendwas, womit wir die Batterie machen können? Ja, was brauchen wir? Wir brauchen Kabelsatz. Braucht Silbererz! Säurepilze und... Okay, Säurepilze können wir uns mal schnell snacken hier in der Umgebung. Schubdi-dubdi. So. Nehmen wir uns schon mal so eine Batterie kraften, die wir dann gleich brauchen werden. Also gleich ist gut. Ich möchte erstmal die Zukunft Ausrüstung. Was? Titan Feuerlöscher. Sieh ich mit Feuerlöscher. Elektronik, Batterie. Hui. Ja. Okay, eine Batterie. Die wir auch gleich wieder ablegen, weil wir sie erstmal nicht brauchen. Batterie wieder. Ganz viel Titan, Salz. Für Bögeln von Essen. Achso, Essen. Habe ich noch gekochtes Essen? Nein. Ich glaube, ich koche mir mal den Lochfisch. Und dann sehen wir zu, dass die Aurora vielleicht bald mal hochgeht. Verdammt, ab jetzt. Consider disguising the flavor of unsavory meat with salt or locally sourced herbs and spices. Ja, okay, das war, glaube ich, nochmal einfach nur eine Erklärung, dass man alles nochmal mit Salz versetzen kann, damit es sich einfach auch ewig hält und schmeckt anscheinend auch. Vielleicht gibt es das Pögeln auch allgemein mehr Sachen zurück, mehr Energie so. Aber wenn ihr wisst, was ich meine, sag's mal. Ui, blinkende Stern, schön. Kann man irgendwann auch so eine Möwe fangen irgendwie oder was auch immer das ist? Okay, ich stehe wieder nur richtig sinnlos rum, wetten, ich gehe ins Wasser und dann... Ist wieder was gekommen. Klatschen wir schon mal den Pieper. Komm. So, wir können ja schon mal gucken, ob wir irgendwas zum Wegklatschen finden. Ich will mich eigentlich nicht selbst scannen. Ich suche eigentlich nur Ablagerungen, so Steine und sowas. Ich meine, hier finden wir eh kein Silber. Als ob die Nacht auf dem Planeten nur 2 Stunden geht. Was bist du? Kreaturen ein, noch eins. Haben wir schon 2 davon. Schwarz, schwarz. Ich will ja raus aus den Höhlen. Ich habe Angst vor Höhlen. Ihr wisst warum. Letzte Folge hat mir gezeigt, dass Höhlen nicht so nett sind manchmal. Haben wir Silbererz gerade gefunden? Kann es sein. Na, das war jetzt was. Aber hatten wir nicht dann irgendwie irgendwas aufgebrochen? Noch safe irgendwas aufgebrochen. War da auch Quarz drin einfach? Kann das... Okay, wir essen mal. Essen wir das oder essen wir das? Oder wir essen den hier. Ich sag beides vom Scheiße. Wir haben jetzt noch nichts mehr zu essen erstmal, aber das juckt ja keinen. Okay, auf geht's. Höhlenerkundung. Warum sollte man die Höhle hier erkunden? Nö. Nö. Bist du das, was ich denke? Das ist eine Schwefelpflanze. Ja, das ist das, was ich denke. Okay. Das ist eben genau das, was ich jetzt zeige, nämlich die Explosionsfische. Weil da kommt, bekommt man Schwefel raus. Sorry fürs Schreien gerade, aber ich bin gerade einfach nur heilfroh, dass der nicht hochgegangen ist. Was bist du? Ach, da ist er. Was bist du, das weiß ich, aber ich möchte dich scannen. Du willst auch nicht hochgehen, ha? Huh? Müssen wir mit hochgehen bei einem Aurora? Ich möchte die Folge noch was machen und ich möchte aber den Zuschauern zeigen, wie schnell es geht. Oder heißt es 2 Stunden Gameplay? Ich dachte halt so 2 Stunden auf dem Planeten. Oder ist das jetzt echt 2 Stunden Gameplay?
Okay, ich würde sagen, wir machen uns, sonst gucken wir es uns eben aus dem Wasser an. Ich meine, ist ja genauso episch dann. So, schwimmen wir also wieder entspannt zurück, wo wir waren, und suchen Silbererz. Vielleicht finden wir unterwegs dann noch irgendwas Spannendes. Ich glaube zwar nicht, aber man kann ja hoffen. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ich sammle dich. Ein Reifenfisch, genau. Das habe ich mir auch gedacht, dass du das bist. Das sieht man ja an. Okay, Silber, Silber, Silber. Ich bin da. Komm raus, zeig dich. Ich brauche Blues. Die Haustür mit ganzer Kraft einzurammen. Hier paaren sich schon die Pflanzen nebenbei. Wenn sich schon die Pflanzen paaren, dann ist das ein gutes Zeichen. Oder 30 so. Seconds. War das nicht so? Ich will irgendwie so einen Fisch fangen. Oh wait. Kann man nicht fangen? Warte, seid ihr böse? Okay, also sie sind auf jeden Fall feindlich zu anderen Kreaturen, aber das hat ja... Die schaut ja nichts zu heißen, gell? Ja, Oxygen, ich weiß. Ich bin doch schon an der... Ja. Kursch. 10 seconds of Oxygen remaining. So. Dann hauen wir doch mal nochmal Steine kaputt. Sollten wir welche finden, sei der Fall gesetzt. Wir brauchen dringend eine schnellere Fortbewegungsmethode. Ich weiß auch wie, aber wir haben noch nicht die Komponenten dafür. Da könnte eins sein. Was bist du? Was bist du? Oh, was bist du? Laserschneider-Fragment. Das ist ein Fragment von einem Laserschneider? Es gibt Laserschneider? Ach so, um irgendwo reinzukommen, wie zum Beispiel Aurora. Oh, okay, krank. Ui, das brauchen wir also auch. Wir brauchen so viele Sachen. Komm, Silber, Silber, Silber. Kupfer. 30 Sekunden. Sauerstoff. Ui, ich brauche ja auch nicht immer so früh zurückzuschwimmen an die Oberfläche, aber ich mache das lieber, weil... Keine Ahnung, ich mag es halt einfach weniger zu paniken unter Wasser. Sollte man ja sowieso, wisst ihr, sollte man ja sowieso beim Tauchen gar keine Panik haben. Also so vorher, bevor man anfängt mit Tauchen, so ruhig wie möglich sein. Ja, damit der Körper, da waren wir gerade... Damit der Körper halt nicht panikt und nicht daran denkt, dass man eigentlich gerade unter Wasser ist und keinen Sauerstoff hat. Weil je mehr man darüber nachdenkt, umso weniger Kapazität hat man. Also jedenfalls kommt es einem so vor. Ist also... Titan... Gold! Wir haben Gold, aber noch kein Silber! Wieso? Eieiei, Alter, ich schneide das gleich rein. Ich schneide das definitiv rein. Ihr seht das schon, das wird eine Cutting-Folge. Ich wollte eigentlich nicht so schnell cutten in Subnautica. Ja, jedenfalls am Anfang nicht. Okay. Oh, okay. 30 Seconds. Nö. Jetzt ab hier nicht. Oh, Scannerraum. Jawohl. Scannerraumfragment. Ja. Sehr gut. Oh. Oxygen. Oh, fuck. Wir können es schaffen. Wenn du ein bisschen schnell schaffst. Schwimm. Nein! Ah, so bitter. Gerade hat er oh ja, ich will lieber ein bisschen eher da sind. Fuck, was haben wir jetzt verloren? Wir haben das Gold noch. Wir haben das Kreatureneier aber verloren zum Beispiel. Mann. Oh. What a coincidence. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state. Setzt euch hin. 18, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Fasergewebe und Blei. Also Blei haben wir ja nicht genug, aber Fasergewebe müssen wir auch übrigens herstellen. Das war aus diesen Samenbüscheln, ne? Fasergewebe. Schwingpflanzenprobe. Okay. Nee, Silber.
Einfach Silber, okay? Mir reicht's. So. Gehen wir dahin, wo wir waren und suchen Silber. Wir haben... Es ist einfach so ein Witz, dass wir Gold haben, aber kein Silber, ne? Das Spiel will mich doch verarschen. Das ist doch dafür gebaut, mich zu verarschen, oder? Komm. Kann ja nicht sein, dass ich so viel Probleme habe, Silber einzusammeln. Mir wird ja... Wie viel brauche ich für diese Dreckstauflasche? Eins. Gut, ich würde wahrscheinlich gleich hier bleiben, weil ich ja noch ein paar brauche für andere Stuff, aber... Allein ein Silber würde mir für mein Vorhaben genügen. Und ich finde einfach kein Sinn, das ist einfach so ein Müll. Da sind solche Schwebedinger. Bin schon zweimal am Sauerstoff verreckt, der ist schon scheiße. Da unten geht schon wieder ein neues Biom rein. Ne, da gehe ich jetzt aber definitiv nicht hin. 30 seconds. Okay, die Künstler haben das. Oh Gott, oh Gott. Ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Ich hab's verstanden. Ich geh weg. Okay, danke. Der mochte meinen Besuch nicht. Okay. Ich glaube, der mochte mich nicht so. Okay, danke. Gehen wir hin. Vielleicht nicht allzu weit entfernt, aber... Ja, Silber! Mann! Ich will doch einfach nur Silber haben! Wer von euch zuerst Silber vernimmt, der schreit ja. Ah, da hinten dann schon. Oder kann das sein, dass das jetzt neu dazu kam, auch zum Teil? So, ich freue mich. Oh, hier ist noch ein Laserschneiderteil. Nehme ich. Ein Reifisch. Und da hinten ist vielleicht das dritte Scannerteil sogar. Das wäre echt ziemlich sexy. Und hier das Scannerteil drin. Hier nicht das Scannerteil, sondern... Ja! Wir können den Laserschneider machen. Hey! Ich will... Leute. Am besten auch anderen Words, beziehungsweise halt jetzt mein Game Subnautic. Hört mir zu. Hallo. Ich find's ja schön, was ihr mir hier alles reinwerft, ja? Ja, das ist ja echt wunderbar. Aber ich möchte Silbererz haben. Ich will Unreturnable Menschen. Es lädt, es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Bist du dort ein Stein zu machen? Nein, du bist kein Stein zu machen. Das Metallschrott, den können wir mitnehmen. Ja, ich scanne jetzt auch natürlich den Metallschrott. Oh, hier sind wieder Reefbags, oder? Ich höre sie doch. Wo seid ihr? Ich finde sie so gut. Ja, wenn hier schon... Warte mal, hier ist Reefback-Territorium? Ja, da hinten ist einer. Okay. Du machst dein Zeug weiter. Ich mach mein Zeug weiter. Passing 100 meters, 30 seconds. Oxygen deficiency decreased. Ich will... Das kann ich ja mit Silber verhindern, aber... Oh fuck. Oxygen. Ich glaube, ich habe Silber erzufunden. Ja. Schwimm. Ich möchte nicht schon wieder... Nein, das schaffe ich easy. Und wieder runter. Oh mein, hier kommt ein Reflex sogar lang geschwommen gerade. Hallo. Alter, wenn jetzt hier das Silbererz war und despawned ist, ne, dann sterbe ich. Wo müsste denn das jetzt sein? Quasi hier, oder? Ich habe es ja an dem Stein zerkloppt, das heißt hier müsste irgendwo das Silber rumliegen, wenn es welches war. Da habe ich es vielleicht schon. Das ist alles Metallschrott. Ja, alles gut. Erstmal eine Oxygen Deficiency decreased. Dann sagen wir, scannen mal den Reefback, vielleicht finden wir da irgendwo auch dann gleich Silber. Weil Reefbacks sind gut. Ach, guck mal, das ist ein kleiner Reefback, oder? 30 seconds. Das ist ein Baby Reefback. Ja,
wirklich ein kleiner. Hallo. Ich nehme dich. Oh, da. Da kommt die dicke Mama. Oxygen. Ja. Ich sehe schon wieder. Oh, nein. Nein, oder? Nein, oder? Nein. Nein, okay. Oh Gott. Die machst du mir aber auch gerade ein bisschen schwer. Okay, hier ist Reefback-Territorium. Hallo. Hallo. Okay, ich würde sagen, wir sind schon wieder zurück. Da hinten ist unsere fucking Base. Und irgendwo muss es doch Silber geben. Ich verzweifle einfach nur, Leute, wisst ihr das? Ich verzweifle am Silbererz. Oh komm, hier gibt's Steine. Komm, bitte. Bitte. So sehr habe ich mich nie über Steine gefreut. Ja! 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 Wir haben Silber gefunden. Ja! Vielleicht muss ich das doch nicht cutten. Wieder Gold. Ich will Silber immer noch haben. Halt die Schnauze. Ey, als ob Silber das seltenste und damit auch das wertvollste wäre, was es in dieser Kackwelt gibt. Oh gut, Leute, machen wir uns jetzt die Sauerstoffflasche, die Klasse. Und dann beende ich den Part. Übrigens, was ich vielleicht habe, ich das vorhin schon erzählt oder nicht? Wenn nicht, dann mache ich es jetzt einfach. Oh Gott, hier ist ein Pressdock. Oh Gott. Nein, das wollte ich eigentlich nicht erzählen. Ich wollte eigentlich erzählen, dass das wahrscheinlich die letzte Folge fürs erste sein wird, die in diesem Bildformat aufgenommen wird, hoffentlich. Denn mein neuer Bildschirm kommt dann bald an. So in 2-3 Tagen, glaube ich, müsste das sein. Und dann kann ich endlich wieder eine hohe Resolution aufnehmen. Ich weiß nicht, wie viel ich aufnehmen werde, ob das jetzt so wird wie jetzt, dass es immer regelmäßig ein Video kommt oder ob jetzt halt länger dauert, bis ein Video kommt, weil es ist gerade Prüfungslernphasenzeit gedöns, also Prüfungsphase tritt bei mir nächste Woche an. Und diese Woche habe ich, weil ich Erstsemesterstudent bin, halt noch das Privileg, dass ich sozusagen eine vorlesungsfreie Woche habe zum Lernen. Und die müsste ich nutzen und ja, ich weiß, ich spiele Subnautica und ja, ich weiß, das ist nicht gut, ich müsste sie nutzen und ja, ich weiß. Ich habe es auch heute schon ein bisschen gemacht, aber echt nicht viel, muss man sagen. Also es ist jetzt wirklich nichts, womit man sie brüsten dürfte, was man da geschafft hat. Also, wenn man das noch lange keine Prüfung geschafft hat, was ich hier geschafft habe. So, ich würde sagen, hauen wir uns... Zack, eine bessere Sauerstoffflasche. Ja! Woo! Zack. Und hinterher, was haben wir hier? Laserschneider, Höhlenschädelbatterie, Diamanten. Ja, natürlich habe ich Diamanten dabei. Wer hat das nicht? Machen wir uns noch was zu essen, verarbeiten wir noch Titan. Und dann beende ich die Folge, denke ich. Und freue mich auf jeden Fall auf die nächste, denn dann werden wir weiter gucken, was wir dann mal machen. Titanbarren. Brauchen wir nicht. Da bauen wir vielleicht... Können wir uns... Was wir vielleicht machen können, ist, kann man nicht 2 Sauerstoffflaschen haben? Nein, oder? Nein. Schade. Kann man nicht. Also eine Tauchflasche mit, oder? Ja, eine Tauchflasche nur. Okay, wir können damit jetzt 90 Sekunden atmen und dann kommt hier der Rest noch hin. Mal sehen, was wir uns nächste Woche bauen. Ich bin gespannt, die Aurora ist explodiert. Es ist Nacht und sieht geil aus. Man kann nichts falsch machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.